is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Reich der Osmanen in der Prophetie. Lass los diese Engel, die gebunden sind an den großen Strom Euphrat. Es wurden losgelassen diese Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten den dritten Teil der Menschen. Die Geschichte der Nationen, die nacheinander den ihnen zugewiesenen Zeitraum und Platz einnahmen und dabei unbewusst Zeugen der Wahrheit waren, deren Bedeutung sie selber nicht kannten, hat uns etwas zu sagen. Jedem Volk und jedem einzelnen Menschen von heute hat Gott in seinem großartigen Plan einen Platz zugewiesen. Jetzt werden Menschen und ganze Völker beurteilt und mit dem Senkblei gemessen, das einer in der Hand hält, der keine Fehler macht. Jeder bestimmt sein Schicksal durch seine eigene Wahl. Gott hält alle Zügel in der Hand, damit seine Absichten verwirklicht werden. Was die Prophetie an künftigen Ereignissen vorhergesagt hat, ist bis zum heutigen Tag auf den Seiten der Geschichte zu verfolgen. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass sich auch der Rest, der noch kommen soll, der Reihe nach erfüllen wird. 1840 erweckte eine weitere bemerkenswerte Erfüllung der Prophetie weit herum das Interesse. 2 Jahre vorher hatte Josiah Litt, einer der führenden Prediger, die die Wiederkunft verkündeten, eine Auslegung von Offenbarung 9 veröffentlicht, die den Untergang des ottomanischen, das heißt türkischen Reiches vorhersagte. Nach seinen Berechnungen sollte diese Macht irgendwann im August des Jahres 1840 nach Christus besiegt werden. Einige Tage bevor es soweit war, schrieb er: Wenn man davon ausgeht, dass die erste Zeitperiode vor 150 Jahren genau dann erfüllt wurde, bevor der Prozess mit der Erlaubnis der Türken auf den Thron gelangte, und dass die 391 Jahre und 15 Tage am Ende des ersten Zeitabschnittes begannen, dann wird sie am 11. August 1840 enden. Und es ist zu erwarten, dass die ottomanische Macht in Konstantinopel genau dann gebrochen werden wird. Und das wird, glaube ich, auch der Fall sein. Genau zum genannten Zeitpunkt stellte sich die Türkei durch ihre Botschafter unter den Schutz der Alliierten Europas und brachte sich dadurch unter die Aufsicht christlicher Völker. Das Ereignis entsprach der Vorhersage ganz genau. Das gab der Adventbewegung frischen Schwung. The Lord is coming. Are you ready?